So, hallo, herzlich willkommen zurück bei The Binding of Isaac Repentance. So, wir werden weiter spielen bei unseren, ja, sagen wir unseren gemeinsamen Run, also Spielstand? Spielstand. So, gern letztes Mal Maggie, Cain, Judas, Aiden und Azazel freigeschalten. Also jetzt in beiden Folgen. Von mir aus können wir nochmal random machen. Mal sehen, was ist Fürst? Azazel? Ne, Aiden. Oh, Aiden. Könnte interessant werden. Okay, ich kenne das männliche Symbol ja nicht. Okay. Könnte man nachfragen. Oder wie bei Emoji so eine Mod runterladen. Was alles, was es bewirkt, die Items. Aber das wird nicht so original irgendwie, oder? Ich habe auch keine Nummer. Ich habe schwarze, roten Herzen. Ich hab nur Soul Hearts. Oh. Ich überlege mir mal, wenn ihr welche paar Mods habt, was vielleicht hilfreicher ist denn für mich oder für euch, das besser zu erkennen alles. Schreibt die gerne in den Comments. Bin immer ganz gerne. Ich fühle. Aber wie man sagt, schön. Immer freundlich sein. Und hilfsbereit. Sozial. Etc. Was wichtig ist immer. Was macht ihr ist mit. Dann töten wir einfach von Feinden, ohne dass sie was machen können. Gut gemacht, toter Zwilling. Easy. Ja, das ist eine gute Münze. Butterbean. Achso, weil ich so viel Kacke auf den Kopf gemacht habe. Lazarus. Okay. Na, ich mir auch zwei Dinge weiter freischalten. Tötet euch gegenseitig. Genau. Da habt ihr gut gemacht. Das war awesome. Ah, ich brauche rote Herzen. Gut. Ich habe Minus Luck, ich habe relativ normalen Damage. Geschwindigkeit ist auch relativ gleich. Ah, schade, ich habe keine Bombe. Gegner eine Bombe? Nein. Könnte im Curse Room gucken noch. Guck mal, Curse Room. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Glück. Auch wenn ich kein Glück habe. Ja. Ja. Worth. Nicht. So, ich werde sicherlich wieder nur zwei, drei Runs machen miteinander. Heute. Ja, das ist mein Liebling. Dead Eye. Ich warne. Solange ich in eine Richtung schieße, wird einem Damage kommen. Ja. Solange ich in einer Richtung schieße und was treffe, war zu lange bei. Was treffe. Wartet er hier so lange, ich treffe oder so lange ich in eine Richtung schieße? Ich glaube, so lange ich treffe, war. Ja. Hallo, Flies. Irgendwas. Mal bei das noch aus. Es ist schwierig. Okay. Okay. Na, okay, wir müssen. Oh. Ah, verdammt. Ach, ich komme wieder in den Pilger zurück.
Ah, scheiße, ich bin drin rutscht. Ah, verdammt. Das war natürlich ein bisschen bitter. Ja. So, Leute. Ich hoffe, ihr hattet heute einen angenehmen Tag. Ich bin heute. Wie viele Kilometer gefahren? Ich glaube, im Dreh. So 30 Kilometer mit Fahrrad heute gefahren. Weil ich zu meinen Eltern fahren musste. Und weil ich halt geizig bin, wollte ich keinen Bus und Bahn fahren. Habe ich extra mal mit Fahrrad gefahren und bin halt von hier aus, von Berlin, zu einem kleinen Dorf gefahren. Und waren ja ungefähr so 17 Kilometer um den Dreh. Ach, verdammt, hätte ich vergessen. Und das war. Ich mag die Strecke persönlich gesagt. Weil die Strecke auch sehr viel Waldstrecke hat und es ist relativ angenehm so zu fahren. Kann ich mal jedem empfehlen, immer. Kann ich mal Pheromone einsetzen hier. Oh, ein Tunnelhaut. Ah, die Tunnelhaut. Ah, ich könnte mal einen kleinen Dude da schicken. Und. Oh. Geht euch selber. Genau. Ich wusste ja nicht, dass es wirklich so geht, so einfach. Okay. Aber weil ich halt keine Ahnung habe, was hier ist, will ich halt nichts haben. Da geht lieber weiter runter. Explodiert er? Ja. Ja. Hey, jetzt einen interessanten Tag. Also für mich war. Oh, nee. Oh, scheiße, im Kleister. Scheißen Dreck. Die haben von damals vier für Feuerrad auf einmal. Finde ich halt nervig an die. Nicht ins Gesicht. Und ja, ich habe dann auch mal für mich persönlich mal, wie soll ich sagen, einen kleinen Test gemacht, weil bei diesen Wahlen hier Thema hat mich so ein bisschen interessiert, zu welcher Partei ich rein theoretisch angehören würde. Und durch die Umfrage, also durch die Fragen gemacht haben, sind so 36 Fragen. Was ist denn jetzt? Was war das denn? Das waren ungefähr 36 Fragen, die ich beantwortet habe und ganz aus. Also waren so, ich stimme dazu, stimme nicht dazu oder es gibt einfach die Frage, weil halt nichts, also du bist nicht dafür und nichts gegen dafür. Also aber keine Meinung dazu auch noch. Zum Beispiel soll Autorität überwacht werden. Also da habe ich persönlich ja keine Meinung. Es gibt manche Autoritäten, die sollen beobachtet werden, wenn die halt zum Negativen gehören, aber manche Autoritäten, man halt Vertrauen da hat, brauchen keine Überwachung. Aber ich sage, ich sage jetzt ein bitteres Beispiel, AfD, so würde ich am liebsten, dass sie bewacht werden nur. War nicht gut. Aber jenes sei denn.
und durch die ganzen Fragen mitbekommen, dass ich weil ich mir sehr wundert, dass ich oder überhaupt nicht wundert, je nachdem, dass ich hier sehr, sehr liberal bin und sozial. Also dass ich ein liberaler Sozialdemokrat bin, also quasi. Also zähle ich in der Front von der Front von der CDU überhaupt nicht dazu, weil die kapitalistisch sind und nicht sozial angehaucht. Das ist halt die Sache. Genau wie die AfD und FDP. Das ist nicht unbedingt meine Partei und war auch nie meine Partei gewesen, da ich auch niemals sympathisiert damit. Oh, Lampard wird besser. Und dementsprechend das ist interessant, aber auch nervig. Und ich habe mir selber, ich wusste selber persönlich nicht, was ich wählen soll, weil selbst meine Kumpels fragen so, ja, weil die aktuellen Wahlen sind ja so und nichts für einen, weil du sagst, du sympathisierst damit hundertprozentig und bei anderen sympathisierst du hundertprozentig. Du bist bei allen, ja, geht so, es geht alles, aber du bist nicht wirklich über hundertprozentig irgendwo da drinnen mit dabei. Weil ich persönlich, Klimawandel ist wichtig, überhaupt. Wiederum finde ich auch Menschenrechte sehr wichtig, dass sie halt nicht, sag mal, benachteiligt werden, ja, wo man herkommt. Das ist halt für mich und meine Freundin selbst ziemlich wichtig. Aber meine Freundin denkt ein bisschen anders als ich. Sie ist eher. Wir haben auch für sie mal die Fragen gemacht, einfach mal so sehen, wo sie am Ende steht. Sie würde, also zwischen sozial und Kapital ist sie genau dazwischen. Und sie gehört auch zu den Liberalen. Nicht zu den Konservativen. Ja, toll, na toll. Oh nee, bitte nicht ins Gesicht. Tötet euch selber. Alter. Are you fucking kidding me? Sir? War mir klar, Magnet wäre das Teufelswerk. Aber egal. Könnte vielleicht nur Pilze springen, vielleicht Glück davon. Ja, also. Und da ich sie persönlich auch selber. Herrlich. Ich liebe es. Da ich selber sie einordnet mehr. In meinen Gedanken so. Dass sie so Sozialdemokraten gehört. Also die hört. Die hat den Rand der SPD, sag mal, angekratzt. Gehört sie bis leicht an damit. Was ist das denn? Double Effect. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was war das nochmal? Geht einfach aus. Ach, warum nicht? Ist mir jetzt hier. So schön, 77 Gold.
Ich hasse Flammen. Ich hasse dich. Naja, eigentlich gibt es hier nichts mehr, was ich finden könnte, wa? Könnte noch. Nee, das ist nicht Wolf. Nee, da haben wir noch geguckt, wo wir stehen untereinander. Ich bin überraschenderweise wie bei den Grünen. Weil ich überhaupt nicht vorstellen konnte, weil ich da eher zwiespalten bin bei der Partei. Wenn ihr wollt, könnt ihr. Es ist alles anonym hier. Man kann darüber diskutieren, was man möchte. Ich persönlich will im Land Veränderung haben. Das ist mir wichtig heutzutage. Weil ich hasse es, dass immer noch das gleiche ist. Nach 16 Jahren die gleiche Partei zu wählen, immer wieder als Volkspartei zu sagen, finde ich langsam nervig. Ich will Veränderungen im Land sehen und nicht immer wieder das gleiche. Und dass, sag mal, ihr Wahlprogramm von der CDU sehr, ja, bisschen scheiße ist. Das weiß quasi fast jeder. Weil das ist einfach nichts aussagend, weil wir die machen. Noch ein Sternzeichen, cool. Was? The Stars is calling. Oh, Planetarium. Ich hab jetzt das Planetarium freischalten? Oh, scheiße. Also, ich kann euch das sagen. Ich hab was freischalten, was ich in meinem Spielstand noch nicht hatte. Ein Planetarium. Also, das ist für mich Neuland. Ihr seid denn so nervig. Furz. Leer bringt es mir persönlich schon was. Ja, nee. Mikasa Orange. Jetzt zeigt mir Boost. Weil es da nur einen, jeden Raumkrieger jedes Mal einsetzen, sind scheiß. Und dadurch kriegst du den Debuff hier jedes Mal. Aber ich kann dann jedes Mal schnell nutzen, dann habe ich den Buff wieder. Also ich finde es an sich das gerade sehr vorteilhaft, das Item. Also das Trinket. Nee, aber ich bin sehr überrascht. Meine Eltern verspotten mich schon, weil ich letzte Oberwahl auch die Grüne wählt habe, spontane. Ah, Pins. Aber ja, ich muss sagen, die sind aktuell die Partei, die was verändern möchte. Ganz stark. Auch die Linke, aber die Linke hat für mich gerade eben keine Stärke. Auch wenn ich bei denen auch sympathisiere ein bisschen. Weil einen sozialistischen Staat zu haben, ist nicht immer ein schlechtes Zeichen oder nicht ein schlechtes Argument. Jeder war damals glücklich gewesen, hat einen Job gehabt. Und keiner brauchte Sorgen machen mit den finanziellen Sachen. Das musste alles der Staat nur machen. Man brauchte nichts machen eigentlich an der Sicht. Man brauchte nur arbeiten. Der einzige, glaube ich, Nachteil war damals in der DDR. Glaube. Jetzt kommen wir mit gefährdet Halbwissen hier. Ach, scheiße. Dass vermutlich einfach nur die Stasi an Schuld war. Dass er jetzt sehr nicht gerade sympathisch war dadurch. Und das. Ach, stimmt. Oh nee, oh, ich kenne jedes Scheiße. Was? Wie der Rimmel rutscht. Ja, und ich muss persönlich sagen, die Linke ist, denkt auch mehr für die. Jetzt bin ich leider jemand, der gerade für Politik fast wirbt, mehr oder weniger hier fast. Aber es stimmt ja nicht. Ich will ja euch meine Meinung sagen, nur
ich die Welt gerade selber sehe. Vielleicht stimmt bei mir zu, jene genauso wie ich. Und vielleicht spreche ich mich damit eigentlich persönlich an damit. Aber eher, ich glaube ja nicht. Weil ich halt eine sehr nicht ein Querdenker, sondern eine sehr komische Meinung habe mit der Welt. Weil ich bin jemand dafür, der wie gesagt, Veränderung ist wichtig. Ohne Veränderung wird die Situation halt immer stehen bleiben. Sonst würden wir jetzt ja noch mit bei Höhlenmenschen rumtanzen. Und das wollen wir heutzutage nicht mehr, oder? Dafür ist die Welt zu fortschrittlich geworden. Und wenn, sag mal, die AfD, also die CDU, der Armin Laschet, einfach mal die AfD da zustimmt, weil die gesagt haben, ja, Wissenschaft, die haben nur gut reden, aber die können nichts. Ist das schon eine bittere Aussage, muss ich sagen. Dadurch sieht man halt, dass die sehr wissenschaftsfeindlich geworden sind. Wo ich denke, da in der Partei kommt kein Fortschritt. Nie. Wird kein Fortschritt geben und für mich würde es ein Stillstand weiterhin noch dort. Das war knapp. Hohoho! Das war Force of Steel. Nice! Okay, Rainbow-Karte. Ja, deswegen. Hab bis jetzt nicht einmal die CDU gewählt. Will ich auch niemals zukünftig machen. Niemals. Da will ich lieber mir beinahe hacken, bevor ich die wähle. Und jetzt selber essen. Das Bein. Alter. Ich hasse die. Ich hasse die. Ich hasse die so sehr. Stirbt einfach. Hä? Habe ich schon meine Bane Ball of Steel Pin verloren? Herzen? Oh, die Augen. Kommt doch mal ja näher ran hier, Jungs. Ich muss ja mit dem Mann. Guck mal, ich hab Schaden. Total vergessen. Ah, Homie-Tee zeig ich jetzt. Und Dreier Schüsse. Das ist so cute. Nee, aber. Wie gesagt, die Link versucht eine Partei zu sein, die für die Jugend ein bisschen unterstützt und für die dastehen soll. Ah, Number One. Und ich persönlich. Ich finde die Idee, was die haben, auch nicht schlecht. So, ich hatte meine Lehrerin damals in der Berufsschule mir erklärt, weil die Kommunisten, würde ich schon sagen, die Linken wollen ja einen sozialdemokratischen Staat haben. Und. Ach, Scheiße. Warum die Pille. Die wollen halt, sag ich mal, so einen eher, sag ich mal, sozialen Staat haben. Finde ich nicht schlecht. Also, dass der Staat alles kontrolliert an sich.
Und also nicht kontrollieren in dem Falle nur, sag mal, die Unternehmen, nicht die Menschen. Das ist jetzt vollkommen anders. Dass die Menschen halt eher. Die wollen halt immer, dass die Menschen, der allgemeine Bürger, immer im Mittelpunkt sein soll. Wie ich verstanden habe. Und finde ich halt nicht schlecht. Das ist ja für jeden eigentlich eine Win-Situation. Zwar kriegst du dadurch, durch deine eigene Unternehmensgründung keinen Vorteil daraus, weil am Ende alle der Staat übernimmt. Na gut. Ich glaube, da kann ich mehr Bomben bekommen, wa? Bomben reichen mir schon. Ich habe so einen Schiss, wie viel Herzen ich habe gerade. Ja, leg mich. Wie gesagt, jede Partei hat seine Vor- und Nachteile aus. Da sage ich wirklich jede. Selbst ich verstehe manche Leute, die auch die AfD wählen wollen, dass, weil die ganzen Politiker sich nicht im Osten interessieren. Und das ist halt sehr bitter. Dadurch sieht man halt, dass so ein Desinteresse an einem Teil der Bevölkerung zu sehen ist. Deshalb. Oh, fuck. Ah, Mann, ey. Kann nicht wahr sein. Oh, an dem mal ein Angel Deal. Wafer, yes. Ja, ist das in Ordnung? Ach, cool. Das mag ich. Fliegt nochmal zweimal. Impressive. Okay, das war mehr als wertvoll gewesen. Ja, das war mir richtig wert. Ja, gut. Töte ich den noch? Warum nicht? Ach, kecken nicht. Okay. Ich glaube, erstmal Mega-Satan hinkommen, wa? Interessant. Interessant, meine Freunde. Ja, aber wie gesagt, jeder hat seine Vor- und Nachteile. Jeder soll das wählen, wo er denkt, da wird er richtig drin. Manchmal denke ich einfach, die Partei zu wählen. Weil die halt die ganz gut aufklären, was in der Politik falsch läuft. Und wenn die halt, sag mal, Insider-Connection dadurch bekommen, finde ich halt vorteilhaft auch. The Moon. Ich hab keine Schlüssel, also bringt mir ja nichts hier. Ja, warum die Haufen hier? Was ist das für ein Görkling? Okay. Das war komisch. Ja, London. Und wie sagt jeder, hat seine Vor- und Nachteile. Und ich sehe überall meine Vorteile auch. Ja, Scheibenkleister. Aber das bringt mir persönlich und auch die Zukunft keinen was. Weil ich denke gleich ein bisschen weiter voraus an die Zukunft. Es bringt nicht so kurz nur für, sag mal, für die nächsten 4 Jahre zu denken, sondern ich will Pläne haben für die nächsten
sag mal, ein, zwei Generationen. Das wäre mal schön. Weil es bringt keinen etwas, sag mal, wir planen was für, sagen wir, für 2 Tage, 3 Wochen, 3 Jahre und dann am Ende passiert gar nichts, weil die andere Regierung meint auf jeden Fall, nö, das machen wir auch nicht. Weil doch scheiße war. Die Idee. Okay. Das mochte ich gerade. Was hier geschah. Naja, das mochte ich jetzt nicht. Das gerade. Das mochte ich überhaupt nicht. Dass die Bombe so anzieht, finde ich jetzt sogar komisch. Ein Typ 2, also kann ich jetzt schon, ich bin bei Mom. Isaac! Isaac! Ich mochte damals den Voice-Over vom ersten Binding of Isaac. Von Mom. Das mochte ich damals lieber. Das war mehr, also ganz richtig. Schauernrücken bekommen, weil wir aus, weil wir reden. I can see forever. Lock up. Okay, alles fein. Alles fein. Und ja. Es ist wichtig, wählen zu gehen heutzutage. Auch wenn, sag mal, auch wenn da war bei Markus Lanz am 8.7. eine Studentin. Oh, so 3 Schüsse. Die hat mit den Messier damals geredet, so. Thema. Ja, weil Messier halt jetzt ein, sag mal, letzte Wahl, letzte. Amtszeit für ihn war mit und dann war ihn außer hat er dann die bisschen die nette Dame hat dann der mit ihnen gequatscht darüber und dann kam halt die Aussage irgendwann, weil er richtig auch richtig fand, dass die Jugend nicht sag mal, politisch faul sind oder politische Desinteresse sind. Die sehen einfach nur, das zählt mich leider auch dazu jetzt erstmal, dass für unser Interesse es überhaupt interessiert wird. Und das ist halt das Bittere. Dann hat der Erzieher ganz gut erklärt, dass die Politiker einfach mal Jugendverdrossenheit ist und nicht die Politikverdrossenheit. Ihr wollt mich doch verarschen, also nix jemand. Gib mir was. Hast du noch was? Na ja, mach mal bei dir weiter. Alles klar. Ach so. Einfach das Kids gehen und abhauen. Einfach ein Pilz. Ja, komm, spielen auch hier ein bisschen. Ja, und was? Ach so? Das macht das komische Männlichkeitszeichen? Wo wollt ihr denn was? Das wissen, dass er das Scheiß macht. Okay, konnte ich jetzt nicht, Alter. Ach so, ja, gib mir bitte Item. Alles klar. Okay. Interessantes Item. Feuer frei. Bam, bam. Help up. Half up. Dann kann ich nicht zerstören mehr. Hier geht mal rein. Messi? Ja, Messi. Toxic.
Mass Toxic. Achso, mal LKC Forever Pille. Noch. Wo ist denn letzte? Ja, ich weiß, dass es hier ist. Aber ich will. Okay, ich kann sogar zur Seite rennen. Also hier sind die nicht. Der Ultra Secret Kakum. Hier ist der. Haha. Da sind wir richtig witzig, wa? Das Spiel. Achso. Mal spielen wir wieder mit Real Creed. Also ich muss sagen, da wird richtig Item. Gut. Lemon Party. Impressive. Machen wir eine Lemon Party mit. Die Party geht ab und wir gehen auch ab. So, wir machen die als Idol fertig. Oh, ein Stück Fleisch aber für. Für gute Arbeit kriegt man Fleisch. Männlich. Nee, aber. Leute. Wo meine Generation, eure Generation, whatever. Such das Richtige aus. Wo viele Menschen davon profitieren können. Nicht eine bestimmte Gruppe. Viele würden sagen, wenn man halt die Jugend jetzt die Wahlberechtigung mitnimmt von ab 16, dass dann halt viele die Grünen wählen würde. Also vielmehr einen Sozialdemokraten. Na scheiße. Und würde sicherlich stimmen, weil die Jugend ja möchte was verändern. Und das bringt ja nichts. Scheiße, das ist. Ich hab die noch nie gekämpft, die Gegner. Also jetzt ein Schild. Gib mir, los, komm, spuck dich aus. War das Little Hound hier? Black Tooth. Nee, ich bleib bei denen. Ihr tötet euch selber. Hi, your friend. Perfekt, dass wir hier angekommen sind. I like it. Und let's go. Doch. Tarantula, wie lange nicht mehr gesehen. Also ich denke mal, Fistula ist für mich der Boss, der am wenigsten zu sehen ist. Okay, nur kurz jetzt die Schüsse. Ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, denk mal, die Welt zu verändern. Also Deutschland zu verändern, größtenteils. Weil wir leben in einem Bundesland, das wichtig ist. Leider ist für mich der Kritikpunkt immer noch ein sehr bitterer Kritikpunkt für mich. Nicht Grün, SPD, CDU zu wählen. Das ist halt kaum Interesse gibt für die Ostdeutschen, dass sie halt besser behandelt werden. Dafür kämpft ja leider die AfD und Gott sei Dank auch die Linke dafür, dass es Gleichberechtigung gibt in allen Richtungen. Thema ob West oder Ost-West, ob du Ausländer bist oder normaler Mensch und ob du wer ist nicht?
Und ob du Frau oder Mann bist. Jeder sollte gleich Lohn bekommen und dafür auch einfach mal Vorteil bekommen. Ah, Scheiße. Cassidy. Und ich finde sowas halt immer richtig. Warum sollte Kinder die normalen Chancen bekommen, überhaupt, also für sowas bin ich für die Linken. Die sind für die Menschen zuständig und das ist halt wichtig, also allgemein wichtig für die Zukunft. Ich kann auch spielen ein bisschen. Ist ja nichts hier. Dann nehmen wir den Schlüssel alle. Oh no. Oh no. Ich dachte, ich hab's ein Spiel. I could see forever. Nice. Oh. Okay. Ich hab nur Money bekommen. Take my money. Ach, hier ist es. Spiel's. Und jeder muss selber sehen, wo er sein Kreuz hinpacken soll. Und wer keine Ahnung hat, ich gebe dir einen Rat. Wer gerne sarkastisch sein will und halt viele Parteien in den, sag mal, quasi vorführen möchte, soll die Partei wählen. Also die Partei. Von Martin Sonneborg. Weil er hat ja, also die Partei, der relativ interessante und lustige Ideen dazu. Mit Thema Wahlen. Die wollen jetzt halt immer wieder eine Volksabstimmung machen, dass das Volk entscheiden soll, nicht die Politiker. Weil Politiker manchmal nicht entscheiden, was die Mehrheit der Menschen will, beziehungsweise ein Lobbyisten sind, sehr korrupt sind. Deswegen wollen auch. Kann man aber sowas wählen. Ich meine, unsere Fährte Julia Kleckner hat ja auch nichts hingekriegt. Wo man anzüchtet, weil realer Irrsinn sehen wird. Wo die Klöckner meinte, das kann man ja als Limonade nennen, weil da fehlt der Zuckereinhalt von wie viel Prozent war das? Wie viel Gramm? Ich weiß nicht, wie viel Prozent sein sollte. Ich glaube, 11%. Es könnte mich dabei aufhängen damit. Mit der Aussage. Aber das hat sie natürlich nicht. Dadurch wurde der Name Limonade bei dem Produkt halt nicht unbedingt gerecht. Deswegen sollte. Aber die unterstützt ja auch, sag mal, weniger Zucker in den Produkten zu haben. Aber am Ende, was soll ich sagen? Am Ende sind wir alle korrupt. Ich würde so gerne auch mitmachen bei der Politik. Und dann eine Welt zeigen ohne Korruption. Also, wie es auch gehen kann. Ich will uns ja die Welt verändern. Ohne den altbackenen Idioten. Die halt keine Ahnung haben von der Welt mehr. Die schon längst. Was ist das denn jetzt hier? Die schon längst eigentlich im Grab sind, die Leute. Okay, Isaac. Nach unten. Alles klar, geht ganz gut aus. Ich könnte auch weiter runter gehen, wa? Ja, mach ich einfach. Einfach durchziehen. Ich habe nichts freigeschalten, also. Schalt ja nicht. Ich wüsste. Ah, the rubber cement. And Glitch Baby gibt's jetzt freischaltet. Na schön.
Also Massentoxic ist eigentlich relativ. Ja, ist halt Scheiß. Und lasst euch, also wenn ihr wählt, lasst euch nicht von euren Eltern beeinflussen. Meine Eltern haben mich niemals beeinflusst, was ich wählen soll. Haben die nie gemacht. Das war knapp. Das wollten die nie. Ich sollte immer selber meine Entscheidung treffen. Auch wenn die mir nicht, quasi nicht gefallen würde. Aber es ist meine Entscheidung am Ende. Meine Mutter meinte zu mir, wo ich erstmal wird habe überhaupt. Für, ich glaube, für die Kommune. In meinem Dorf. Habe ich einfach für die SPD gewählt. Oh, fuck, das hier habe ich auch noch nie richtig kennengelernt, die Leute hier. Weil ich das halt so richtig sehe. Mein Bruder hat damals bei der ersten Wahl die Piraten gewählt. Also, ich und mein Bruder sind uns jedes Jahr, haben wir uns immer wieder umentschieden. Jedes Mal nach Gefühlsstimmung. Ob wir vernünftig behandelt werden oder nicht. Explodiert. Explodiert. Ach, scheiße, ich bin drin gefahren. Explodiert. Alles klar, geht dann auch klar, das Tier, oder? Wie gesagt, also meine Eltern haben mir da nicht beeinflusst. Ich sollte da selber entscheiden. Da war ich relativ zufrieden gewesen. Also an sich war ich halt sehr faul gewesen, weil ich keine Ahnung hatte, was ich wählen sollte. Ich habe einfach das genommen, was ich für richtig empfand. Und ich fand die SPD meiner Sicht richtig, damals. Heute sehe ich die, dass ich einen Arsch in der Hose habe, für meine Sicht. Das ist alles nur meine Sicht. Ihr könnt euch alle selber euch schlau machen und euch dafür interessieren. Und manch, also von mir aus, wenn ihr wollt, können wir irgendwann mal eine Partei gründen, so ohne Korruption. Sehr liberal denken, um ein quasi sind wir halt die zwischen SPD, Grünen und Linken. Da sind wir irgendwo dazwischen. Das glaube ich hundertprozentig, dass wir so fortschrittlich denken. Und die, ich denke mal, wenn, sag mal, die Sozialliberalen auch so ein bisschen auftreten wie die AfD, sehr aggressiv, würden sie auch sehr viel Zustimmung den mittleren Alter der sag mal zwischen 30 und 50, den Bereich würden sie auch sehr viele Zustimmung bekommen. Da weil die halt sehr aggressiv da erfolgreich sind, die AfD. Für ihre aggressiven, sag mal, Ausdrucksweise. Aber das ist halt nicht schön. Ich persönlich mag es nicht. Ist einfach nur Idioten. Ist meine Sicht. Alles in meiner Sicht. Ihr könnt ihr immer was anderes denken. Und ich mag meine Politik momentan so wie die ist gerade. Also teilweise. Und ich danke der SPD, dass sie zum Beispiel den Mindestlohn damals angehoben haben auf 12,50, nicht 12,50, sondern 10 Euro. Sonst würden wir immer noch mit ohne Mindestlohn arbeiten müssen. Also manche würden quasi mit 3-4 Jobs durch die Welt gondeln müssen. Ohne halt, jetzt wollte ich damals halt nicht vergessen, dass meine Oma 3-4
Mini- bzw. Teiljobs hatte, um ihre Wohnung zu leisten. Das kann ich halt nie vergessen. Und ich bin leider auch ein Ostdeutscher. Dadurch ist es sehr bitter, sag ich mal, das Gefühl zu bekommen. Aber es ist jetzt ein bisschen deprimiert, das ist jetzt egal. Also, ich danke fürs Zuschauen. Ich beende jetzt mal die Folge hier. Und mache dann später weiter. Ciao, ciao.